Der Problemwolf aus dem Gebiet rund um Rodewald im Kreis Nienburg bleibt weiterhin unauffindbar. Die Abschussgenehmigung musste erneut verlängert werden, weil es keine Spur von dem Tier gibt. Das ist immer eine Frage der Größe des Gebietes. Es ist eine Frage des Personals, das man zur Verfügung hat. Und natürlich hat man es mit intelligenten Tieren zu tun. Außerdem heißt es, in dem Gebiet seien selbsternannte Wolfsschützer unterwegs, die die Tiere aufscheuchen und so die Jagd behindern wollen. Bisher hat die Suche nach dem Wolf so insgesamt schon mehr als 80.000 Euro gekostet. Letztendlich sind ungefähr 50.000 Euro für einen externen Dienstleister angefallen, der sozusagen unsere Arbeit vor Ort unterstützt. Die Grünen halten diese Kosten für unverhältnismäßig. Denn an geschädigte Nutztierhalter wurden wegen Rissen durch den Rodewalder Wolf erst knapp 3.000 Euro ausgezahlt. Und dann ungleich mehr für die Jagd auf das Tier? Das Ergebnis ist ja null. Man hat Geld ausgegeben dafür, dass man nichts geschafft hat. Da wäre es sinnvoller, wirklich den Bauern das Geld zu geben, die unter dem Wolf leiden, und denen zu helfen, dass sie ihre Tiere vor dem Wolf besser schützen. Herdenschutz vor Jagd. Die Grünen verlangen beim Umgang mit dem Problemwolf von Rodewald andere Prioritäten.